Wir sind hier unten in einer ziemlichen Bredouille angelangt, möchte ich mal sagen. Bei Let's Play Fire Emblem 10 Radiant Dawn. Ich werde mich mal langsam mit meinen Angreifern oder Nicht-Angreifern ein kleines bisschen wegbewegen und den Säuberungstypen erstmal beseitigen, damit er seine Fernkampf GDI-Ionenstrahle aus dem Weltraum-Fitz-Angriff nicht mehr mitmachen kann. Und da mal gucken, ob da jetzt was Sinnvolles bei rumkommt. Naja, geht schlimmer. Hätte auch gar nichts steigen können, gell? Außerdem sieht der Rest so sehr gut aus. Naja, ist eben so. So, dann gucken wir mal weiter. Also, wir müssen jetzt hier an zweierlei Fronten ein kleines bisschen arbeiten. Wir haben Stahlbögen-Äxte, wir haben Kurz-Äxte, wir haben Axt-Äxte. Und die Axtritter-Äxte. So, damit er sich mächtig wehren kann, werde ich mal den Kurzspeer weiter aus- und umrüsten und hoffen, dass sie nicht alle gleichzeitig auf ihn losgehen. Gut, next one, please. Moment, ich werde das hier nochmal drin lassen, damit ich sehen kann, von wo ich jetzt eigentlich weg muss. Weg, 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 weg. So, ja, und ich muss gucken, dass ich, ui, hier unten, ja, das werden wir auch mal mit drin behalten, auch mal weg muss. So, Master Rolf wird sich ein kleines bisschen nach vorne preschen. Ich hoffe, das ist soweit. Okay. Ja, genau. Das ist sehr okay. Dann wirst du dich einfach mal mit nach hier stellen und sagen, Items und Wurf... Wurfball. Da waren viele mit Wurfgeschossen und so Krams dazwischen. Dann müssen wir uns noch ein bisschen hier vorrätig hinstellen, dass wir den guten Rolf auch von möglichst allen Seiten mit irgendwelchen Leuten umgeben, damit sie nicht ihn umgeben. So. Now is the question. Moment, das mache ich jetzt nur, um es mal auszuprobieren. Nee, das wird nicht tödlich genug. Das wird nicht tödlich genug. Ich muss erst mal gucken, ob ich stehen hier. Nee. Ich fürchte, der muss da ran. Der muss da ran. Ich fürchte, da geht kein Weg dran vorbei. Oder? Geht der Weg dran vorbei? Nee, da geht kein Weg dran vorbei. Nee, es tut mir von Herzen leid, liebe Leute, aber da muss der Darahan jetzt gerade ran und möchte die Schade kassieren. Das hat nämlich eine ganz besondere Bewandtnis, und zwar, ich möchte ihn benutzen, um den hinteren Weg hier noch fortzupropfen. Warten, das war jetzt natürlich unglücklich, dass er... Moment, ich muss erstmal ihn genau hier, da sind wir sicher, da ist das... Achso, der Rüss ist da auch sicher, und dann ist das mal ziemlich sicher, dass wir den hier noch ein bisschen hochheilen. Die Nikita Akashia hat mir noch ein paar Tipps gegeben, unter anderem auch wieder Lunicloud, der mir gesagt hat, hey, Mr. B, du solltest vielleicht... Oh, sehr gut. Solltest vielleicht Galdraren, nein, solltest langsam mal. Hättest vielleicht doch den Adepten oder den Adepten-Skill kaufen sollen. Die alle ist jetzt leider vorbei. Die Nikita Akash, der meinte, ich soll da vielleicht auch zu einem anderen Zweck, nämlich um... Ja, das kriege ich gar nicht mehr hin. Doch, ich könnte nur noch ganz alten Speicherstand laden. Wo ich noch Kontrolle über Joffrey hatte, ihm die Fähigkeit Elite wegnehmen. Ja, das ist es leider. Leider ist es vorbei. Ist aber noch ein Blind-LP und deswegen möchte ich jetzt die Retrospektiv noch... Retrospektiv irgendwie was umändern oder so. Das wäre möglich. Ja klar, das wäre in der Tat möglich. Aber sag mal, mitgehangen. Da bleiben wir jetzt bei den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Da bleiben wir jetzt auch dabei. Das geht auch vorbei. Und dann müssen wir mit den Entscheidungen leben. Womit wir hoffentlich auch leben können. Oh. Ist, dass ich mit Nefine das Ganze überlebe und irgendwelche Möglichkeiten finde, sie dann nochmal zu bewaffnen oder sie einfach zurückzuhalten. Was? Das geht nicht. Du willst zu dem unten. Du willst zu dem unten hin. Ah, das macht ihn nicht tot. Was ist vielleicht eigentlich so ver... Was? Nein, du willst nicht zu der unten hin. Du willst zu... Oder du willst das machen. Aber da kommt leider nicht so viel genug Schaden bei rum. Das ist das Problem an der Sache. Mal sehen, ob mir die Bewaffnung da jetzt völlig ausgeht oder ob ich mit Darahan oder sowas noch einen Schritt nach unten mache oder sowas. Aber viel Schaden machst du jetzt auch nicht an euch allen. Was? Achso. Nee, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist die Achillesferse quasi. Für mich selber, der Typ da. Da gucken wir mal. So, dann dürft ihr jetzt schön... Ach, Meteor. Das ist so eine Scheiße mit dem Meteorschmarren. Das glaube ich nicht. Das ist so ein Unding. Das können sie einfach nicht tun. Was? Da kommt noch mehr Verstärkung. Och du, liebe Güte. Aber zumindest sind sie nicht nach vorne gerückt. Das ist ja auch mal ein Vorteil. Gut. Oder schlecht. Oder wie auch immer. Wir müssen jetzt erstmal was anderes sehen. Also, wir sehen erstmal zu. Achso, der hat die Pflege angemacht. Ha.
Oder will ich mich... Oh Gott. Oh Gott. Ich mache das erstmal folgendermaßen jetzt hier gerade. Das mit dem Langspeer. Erstmal versuche den hier in das Jenseits zu befördern. Das funktioniert jetzt auch ganz tadellos. Gut. Gut, gut, gut. Ich soll mit dem Langspeer schön bewaffnet. Das ist okay. Jetzt müssen wir... Naja. Ich versuche zumindest da ein bisschen noch was zu helfen, damit Gatri das Ganze noch irgendwie überlebt. Du musst jetzt erstmal wieder auch wieder ein bisschen zurückholen, glaube ich. So. Dann machen wir jetzt... Moment. Schwer mit dir unten. Da hier unten. Genau. Genau hier. Moment, was, da baut der Würmtöter-Arsch, oder? Habe ich den? Ja, das ist er. Da ist der Arsch. Da ist der Penner. Genau, den müssen wir jetzt noch weg. Wegschnetzeln, säbeln, hantieren. Moment, ich habe Wurfwaffen. Ich habe Wurfwaffen. Dann kann ich ihn aus der schönen Distanz mit einer Wurf... Und ich habe Wurfbeile, genau. 18. Das ist jetzt nicht der... Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das kann jetzt nicht euer... Ja, ich hoffe, der trifft jetzt auch beide. Das ist die Wacht, die ihn unverwundbar macht. Na gut, der ist zumindest der jetzt erstmal weg. Der Würmtöter, Sack. Ja, stelle er sich einfach mal mitten da rein. Gut. Dann, wie machen wir das jetzt weiter? Wie machen wir das jetzt? Ich habe jetzt folgenden Palan. Erstmal was gucken. Also, wir haben Hammer, okay. Hammerman, Kurzaxt und Hammerman. Kurzaxt, Stahlbogen, Hammer, Axt. Was können die denn? Okay, die können das. Dann machen wir I have a plan. Glaube ich zumindest. Da ist Alja, Frau. Frau Alja. Moment. Genau, oder? Ja, machen wir das so. Frau Alja stellt sich mit ihrem Haltstab an genau exakt diese Stelle. Und heilt ihm weg die Delle. Okay. Dann stellt er sich mit dem Wurfball hier hin und lässt die Leute zu sich kommen. Ich hoffe, die... Ja, wie soll ich sagen, der Abstand ist noch nicht groß genug. So, dann haben wir hier noch Mr. Riss und der macht Heile an ihm hier. Und dann kann er auch zu uns kommen. Oh, genau, das machen wir. Und oh, ich muss mal gucken, wo der Rest jetzt noch hinkommt. Jo, das machen wir dann ebenso. Dann darf der Rest erstmal schön da oben hin aufschließen. Muss ich mal überlegen. Ja, dann singen wir erst noch mal für den Sohn ein kleines Liedchen. Und dann kann er weiter nach vorne und dann vielleicht noch mit seinem komischen Wind. Noch was tun. Irgendwann vielleicht zumindest. So, wo haben wir denn Rolfi, den Bogenmeister, noch mit nach vorne? Und ich bin ja noch am Überlegen. Moment, da sind auch noch fiese Möpse. Dann stellen wir die mal genau feinerweise hier in die Bresche einbresche. Oh, ich hätte noch reden können. Warum sagt man das jetzt erst? Dann hätte ich das doch noch glatt gemacht. Sauerei. Okay, und mit euch noch schön schnell weg hier. Und dann sind wir eine weitere... Da haben wir jetzt zumindest einen schönen Keil zwischen den Gegnern und mir selber gemacht. Aua, Schmerzen. Da haben wir noch die Eisen... Welche Axt? Ne, Quatsch, der hat auch den Tomahawk. Ja, den verbrauche ich dann jetzt wohl leider auf Ewigkeiten, weil alle Gegner wollen nicht ihn angreifen. Das finde ich gut. Das Problem ist jetzt nur, ich habe jetzt natürlich mit ihm jetzt hier nicht unbedingt die beste Waffe. Und er haut mal schon wieder daneben. Der Heilende. Ja, der kommt wieder zurück. Okay, das ist... Ich hoffe, dass meine Panzerbrigade unten mit der Idee die ewige Starre versetzt. Und da geht sein Blut in den Boden ein. Und macht die Blutulmenwald wieder frontal fertig. Ich möchte jetzt mittlerweile wirklich hätte... Obwohl mit Gatri könnte das in der Tat vielleicht sogar hier schaffen mit den ganzen Idioten, die sich jetzt denken, ich hau die... Oder auch nicht. Wenn er immer vor... Okay, dann sticht er sogar zweimal. Jetzt müssen wir allerdings gucken, dass er mit dem Rest noch irgendwie... Überlebt. Habe ich die beiden zu weit nach vorne geholt. Gucken wir mal. Oh, Kopfschuss. Aber zumindest sind wir nicht bei Counter-Strike. Das überlebt er. Oh, er hat einen mächtigen Fehler gemacht. Beim mächtigen Ike. Gut, dass der Name eingeblendet wird. Der nicht ausweichen kann. Aber er weicht quasi die Gedärme der Gegnerrosse auf. Und die Erfahrungspunkte kann er auch ganz gut gebrauchen. Ne? Mia ist aufgelevelt und Mr. Ike muss auch nochmal. Ike, was ist denn los mit dir? Hä? Wir müssen nochmal was an der Beinarbeit machen. Das kann nicht angehen, dass du hier einer andauernd auf den Sack kriegst. Und eventuell noch oben irgendwelche Reitersleute noch ankommen, bis wir hier irgendwann mal fertig sind. Und...
Das darf nicht wahr sein! Was haben die für Trefferwerte? Haben die automatische Trefferwaffen oder sowas? Ferngesteuert oder hitzesuchende Stahlklingen? Die gerade frisch geschmiedet werden. Wehe, du tötest ihn. Wehe, jemand tötet ihn. Das kann nicht angehen hier. Das kann nicht angehen. Geht da noch was? Nein, die kommen, der Rest kommt nicht. Das ist gut. Nein, nein, Finger weg. Finger weg, ihr Elenden. Finger weg. Schön hinten bleiben. Aber zum Glück können die... Oh mein Gott. Jetzt müssen wir aber hier ernst machen. Jetzt... Was? Ach so. Tor, nee, Quatsch. Irgendwas von oben. Ich bin der brennende Komet, der auf den Gegner stürzt, macht Dauerlauf mit Schluck auf. Damit wir bald ganz nach unten kommen, wenn das so weitergeht hier. Oh, scheiße. Okay, dafür kommen die Gegner nicht. Hast du einen Heiltrank oder was? Ja. Nein. 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 Nein, 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 nein. Moment. Ja. Ja. Warten wir mal. Lal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 a. Ich heil dich. Hoffentlich. Also mit den 34 Punkten müsste er eigentlich so ein bisschen was überleben, hoffe ich. Okay. So, Master. Nein. Das machen wir so rum. Wir machen den Angriff mit ihr hier. Ja, das ist auch absolut ausreichend, was ihr da macht. Damit kriege ich auch mal einen halbwegs brauchbaren Krieg hier irgendwie zusammen. Gut, 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 gut. Jetzt müssen wir was anderes gucken. Und zwar, ob die Alia in der Nähe der gegnerischen Sackgesichtigkeit hier irgendwie rumsteht. Aber das sieht mir nicht danach aus. Ausgezeichnet. Sie ist. Gut, 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 gut. Dann bauen wir jetzt hier... Da ist der Daran. Gut, dann bauen wir jetzt hier eine weitere Flanke auf. Nicht eine... Nee, eine Flanke ist das falsche Wort. Wir nehmen die Stahlstabaxt und warten. Ich kann auch noch benutzen. Ja, das könnte ich, das könnte ich. Oder, aber Moment, wo ist Mr. Riss? Ne, Moment, ich stelle mir auch noch mal weiter hier nach oben. Und warten. Ja! Ja! Ja, machen wir doch einfach mal hier was. Mit Wuff. Ah ja, die können alle noch... Machen wir das einfach mal. Und zweimal. Und er lebt noch, stirbt nicht. So, Mr. Stahlbogen. Ist, glaube ich, die schlechte Variante, wenn ich mich jetzt da hinstelle mit ihm, aber... Er tötet zumindest mal was. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Außerdem, wenn ich dann mein versuche, irgendwie den Keil noch dicht zu machen, dass die Gegner aber nicht rauskommen, dann ist ja auch nicht so ganz verkehrt. Wo habe ich denn den Riss? Riss! Riss, wo habe ich dich hingestellt, guter Bursch? Oder kannst du hier gerade mal? Nein, das geht auch nicht. Moment, achso, steht da hinten in der Ecke, oder was? Moment, mach mal hier Kurzspeer-Action. Oh, da kriegt der aber auch wieder ordentlich Damage rein. Damage am Arsch. Boah, Halleluja! Das ist ja übel, was dabei rumkommt, wenn das da rumkommt. Das lassen wir mal schön bleiben. Moment, wo ist dieser verdammte Riss? Wo habe ich ihn hingestellt? Ich brauche Heiler. Nein, das ist... Du bist zu langsam. Ich komme hiermit nicht weiter. Moment. Das ist Alia. Das ist Gatri. Das ist okay. Mia. Darahan. Nefini. Granulf. Heather. Soren. Da ist der Arsch. Fark. Und sie haben genauso eingekesselt, dass ich mit ihm nicht zum Heilen irgendwo rankomme. Das ist ganz großes Elend. Ein ganz großes Elend. Ja, das. Moment. 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 Nein, ich brauche nicht mal an Darahan ran, ist das ein Kack. Okay, machen wir das folgendermaßen. Ach ja, Darahan ist, Scheiße, wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss da noch irgendwas tun. Ich muss da irgendwas tun. Wir Galdraren den Darahan jetzt erstmal weiter. Gott. Dann. Gucken wir mal ganz kurz. Also. Stell du dich mal dahin. Und jetzt stellen wir uns einfach mal dahin. Jetzt gucken wir mal Items. Er hat ein Heilmittel. Wir werden zuerst das Wurfbeilchen einsetzen und dann... Das Heilmittelchen verwenden. Gut, dann ist die Ecke erstmal dicht. Warten wir. Wir haben immer noch das Problem mit dem Stahlbogen. Ja. Ich könnte jetzt auch noch dichter hinstellen. Nee, wir haben das Problem, dass ich Rolf hier gerade mitten in die Scheiße reingeritten habe vielleicht. Aber vielleicht kann ich auch einfach mal nur hier dich hinsetzen und... Ich könnte mal Stahlbogen, Lanze...
Ja, hoffen wir mal, dass du da ausweichen kannst, guter Mann. So. Und ansonsten muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich habe sie alle schon benutzt. Das ist scheiße. Dann muss ich dich erstmal hier hinsetzen. Und jetzt ist, glaube ich, die... Ja, das, da kommen nur noch die Flug... Kann ich nach dem Stoß noch wandeln oder nach dem Wandeln noch stoßen? Ich gucke mal ganz kurz was. Jo. Okay. Jetzt nochmal. Okay. Das ist okay. Okay, das ist nicht so ganz okay. Was haben wir denn? Oh, Alja steht noch da. Dann. Kann ich sie retten? Stoßen kriege ich so viel, habe ich insgesamt gesehen. Ich habe mich gerade ein kleines bisschen verfragt. Aber ich gucke gerade mal, ob sie... Moment, wird es sie hier von beiden? Nein. Okay. Ich muss gerade mal gucken, ob sie das überleben würde. 39. 39 Angriffskraft. Ah ja, kann sie das ertragen? 39. 39. 29. Yo. Yo. Kann sie. Oder? Moment, ich muss gucken, ob er doppeln kann. Ganz wichtig. 19 Agilität. Da haut sie mal zusammen zurück und macht keinen Schaden dann. Aber es passt schon. Yo, ich würde mal sagen, gucken wir mal, ob das das Ende ist. Oder ob wir noch etwas dagegen tun können. Wobei ich etwas tun muss gegen die Typen, die noch von unten kommen. Weil der gute Natrini nicht alles hier schön abholzen wird. Scheiße, der kann ja auch noch. Aber er kann Gott sei Dank nicht treffen, dieser elende Bastard. Gut. Alja lebt noch. Ja, okay. Die habe ich... Ja, gedacht habe ich schon, aber ich habe absolut nicht gedacht, dass sie es schaffen, noch da oben hinzureiten, diese elenden Würstchen. Aber sie schaffen es tatsächlich noch. Ich hoffe, dass er jetzt aber mal einen von denen auch schafft. Ah, oh, wenigstens den. Ich hätte mich jetzt echt geärgert, wenn da noch ein Schadenspunkt übrig geblieben wäre. Okay, mal sehen, ob das jetzt ein besseres Level-Up ist, als das, was er jetzt bisher zu bieten hatte. Macht bitte keinen auf mich, René. Es ist in Ordnung. Es ist wirklich in Ordnung. Das war wirklich sehr in Ordnung. So, was ist das jetzt? Oscar stürzt ab. Okay, der Hin ist es nicht auf Oscar. Aber Ike kann auch nichts daran machen, dass er anderen getroffen wird. Okay, Mia steht ein bisschen weit weg. So, Hauptsache. Ihr dürft gerne mal die Händchen jetzt vom Oscar lassen, ihr elenden. Okay, Fernheilung. Es ist in Ordnung, solange die Oscar jetzt in Ruhe lassen. Der macht dir mal gar nichts. Okay, sie hauen ab. Okay, ich habe überlebt mit Oscar. Das kann ich ihnen da erstmal wegnehmen oder so. Oder gucken, was ich ihn irgendwie heilen kann. Ja, brav. Brav, schön meine fiesen Widersacher hier ein bisschen anschnetzeln. Dann spare ich mir da ein bisschen was. Schön knubbeln. Fuck, ich hätte Rüster noch wegpacken sollen. Es kommt ja noch nicht mal an irgendwas ran, was Heilung braucht. Wehe, du tötest ihn. So. Kimia, ja, du darfst ihn gerne töten, wenn du das möchtest. Die gehen mir eh auf den Sack, wenn sie andauernd noch was machen. Ich will hier aber auch mal ran. Muss ran. Ran wie ein Mann. So. Nein. Nein. Okay. Das ist schon besser. Aber bevor ich das tue, wird erstmal gespeichert. Das sieht nämlich ganz gut aus, wie ich es gerade hier geschafft habe. So, dann können wir nämlich hier mit dir den Weg ein bisschen offener gestalten. Da ist auf weiter Flur. Bessere Raumnutzung. Wohnzimmer. So, und jetzt weg mit dir. Weg mit dir. Ernsthaft. Ernsthaft. Ein einziges Feld, ernsthaft. Heilung? Pflege? Heilung. Dann hat er wenigstens etwas Nutzbringendes gemacht. Kriegt ihr dafür Erfahrungspunkte? Ein paar zumindest, yes. Gut, ist die Frage, wen machen wir jetzt zuerst wieder heile? Wobei wir erstmal gucken müssen, dass wir hier ein bisschen was umheilen machen. Mal sehen. 19. Ja, wir müssen hier unten erstmal die Sache kontrollieren. Und der haut jetzt natürlich schön daneben, sag ich doch. Dieser. Was ist... Astra, Opel-Fahrerin, oh, Raudi. Okay, das ist gut, das geht. So, jetzt gucken wir mal, kannst... Ja, er kann jetzt zweimal zustechen, dieser Stecher. Ich weiß nur nicht, weswegen der Flugtyp da jetzt nach unten geflogen ist. Das macht mir für mich überhaupt keinen strategischen Sinn. Okay, ja. Ja, come on. So, dann haben wir unsere Kräfte... ein bisschen gebündelter hier unten vorliegen, glaube ich. Was heißt, glaube ich? Es ist einfach so. So, ach so, das ist der Typ. Okay, wir werden jetzt die Schlinge mal ein bisschen zuziehen. Aber erstmal muss ich Mr. Ike hier ein kleines bisschen heilen, weil die Mia jetzt erstmal weg ist.
Und dann mal gucken. Oh, wundervoll. Da wird sie jetzt auch noch kräftiger und kann besser ausweichen vor des Gegners Elendigkeiten hier. So, rums, rum. Ja, das war nicht verkehrt. Das war wieder mal nicht verkehrt. Ich bin hier schwer überrascht. Gerascht. So, gucken wir mal. Können wir ihn... Nein, das ist gefährlich. Das ist auch gefährlich. Das ist noch gefährlicher. Gibt es hier denn niemanden, der sich nicht wehren kann? Nope, gibt es nicht. Dann gucken wir mal. Dann werden wir mal mit der absoluten Machthaberigkeit eines Lord von uns zu Boy hier mal weiter nach vorne in die Tat schreiten. Gut. Dann geht es kurz weiter. Und zwar hier mit Mr. Stahlbogen. Genau, dann können wir ihm da noch einen Kill zuschustern. Ich hoffe nur, dass Boyd das Ganze irgendwie überlebt. Alja ist nicht so ganz in der Nähe. Aber das können wir sicherlich noch irgendwie ändern. Okay. Machen wir mal weiter. An wen will ich mich jetzt ranwagen? Das sind, glaube ich, gerade die Sirenen, die hier gerade angehen. Falls man das hören sollte. Ich weiß es nicht. Ach ja, dich hatte ich schon anderweitig benutzt. So, dann machen wir mal, gucken wir mal hier weiter. Wehe, du triffst den hier nicht, Jung. Also, es geht doch. So, dann müssen wir jetzt die Schlinge hier ein bisschen zu... Oh, da kriegt er tatsächlich auch noch ein Level Up mit. Ich hoffe, es ist ein brauchbares Level Up. Im Gegensatz zu dem, was er sonst so hatte. Ja, das ist nett. Das ist sehr nett. Los, darf ich weitermachen? Dankeschön. Ja. Jetzt muss ich gerade gucken. Wenn ich... Das ist die Frage. Moment. Ich kann erstmal mich hier hinstellen, gell? Und dann... Moment. Ja, ist die Frage, bis wo sie dann vorrücken können. Was haben wir... Oh, gut. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob ich den auffressen darf. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Arg. Aber ich kann ihn zumindest erstmal anknabbern. Und das ist gut, weil dann wird der gegnerische Heiler eventuell seine Heillastigkeit auf ihn hier projizieren und er wird weglaufen. Sodass ich quasi jetzt erstmal hier hingehen kann. Ich müsste... Okay, Moment mal. Bist du noch? Wo ist denn... Ne, das Riss. Wo zum Teufel hab ich denn... wo ist das? Sorin? Der muss auch noch irgendwo hier rumkümmern, lungern. Oh mein Gott, und ich vergesse die ganze Zeit, ihn irgendwie weiter zu benutzen, sag ich jetzt mal. Das darf nicht wahr sein. So, aber wir haben hier noch eine Möglichkeit, und zwar... Nein, wir gehen mal kurz schön hier weg. Mit dem Galdra weiterzumachen, dass ich ihn nochmal dazu bringen kann, vielleicht den Typen da, den Ranulf angeknabbert hat, weiter zu killen. Aber bleibt mal da, ich muss mal gucken. Jo, das sieht ganz gut aus. So, Sorin. Stelle er sich hier hin. Elfenwind. Töten, vernichten, abmurksen! Jawohl! Okay, nun, dann wird der Heiler zwar vielleicht in den Agro-Modus übergehen, aber das soll mir jetzt erstmal recht sein. Gut, dann! Jo, das geht dem Gegner hier ordentlich gegen den Kopf mit den 19 Schadenspunkten. Mist, verdammt, scheiße, Mist. Aber, wir müssten das jetzt, glaube ich, müssten die Schatten jetzt hier wieder dicht gemacht haben. Jo, das haben wir, sehr gut. Ansonsten gucke ich jetzt mal, dass ich mit dem Rest hier auch noch ein bisschen was machen kann. Okay, wir haben mit dem Rest nichts mehr machen können, weil der Rest fertig ist. Sie hauen... Achso, sie wollen wahrscheinlich den Mr. Boss oder so schützen. Darin, wie könnt ihr doch gegen meinen Herren kämpfen? Es ist in der Tour, weil Tomme, Herzog Colbert, ist schlecht für ihn. Verdammt, ich habe nicht sundhuntig genug gesprochen. Okay, Taran kann das aushalten. Der hat die meisten entsprechenden Pünktchen. Aber er hat ein Stück Silberbogen verbraten und das müssen wir dem Gegner irgendwie austreiben. Vielleicht kann ich ihn da irgendwie in die Ecke einsperren oder sowas. Aber dazu muss ich mich erstmal durch den Rest da durchschnetzeln. Aber Ike kann das. Nur der Rest? Ah, der halt... Ah, soll er ruhig. Dafür verbrät er den Schmarren und ich... Oi! Oi! Diese Sau! Ich hoffe, dass die Krimianer da ordentlich drauf rumhauen werden. So, jetzt kommt die Sau noch dran. An Alja kommt nichts dran. Die macht euch einfach nur noch alle. So, jetzt bin ich mal gespannt. Krimianer Nummer 1. Oh, es ist Joffrey gar selbst. Okay, da wird eine ganz gute Vorarbeit an diesem Gegner da leisten. Mal sehen, ob irgendjemand der anderen in der Lage ist, ihn jetzt umzubringen. Wups. Nein. Dumpftat nicht. Aber zumindest kann Dumpftat das Ganze hier aushalten. Okay, der next one. Okay, ich bin dran. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, Prio Nummer 1 ist, Alja kann tanzen. Ist da bis zum allerletzten Tanz. Sie tanzt Krater in den Boden und zerstanzt den Gegner ganz. Ja, das kann der. Das kann der. Der kann was, ja. Sag ich doch. Der ist gut. Der ist echt gut. So, gucken wir mal, wie gut wir jetzt gegen den
Rest der Beute verherrlichenden Leute sind. Was haben wir im Stall? Ich muss gerade was gucken. Einen Elfenblitz könnte ich von ihm klauen. Aber ich komme da noch nicht rum. Ich meine, ich hätte Möglichkeiten. Aber wir gucken erstmal andere Dinge an. Das wäre eine sehr perfide Planung. Oder? Moment. Gucke ich mal, ob ich... Habe ich keine normale Axt mehr? Eisenaxt. Oh, die reicht! Die reicht! Die reicht vollständig aus, um den da niederzuringen. Gut. Dann können wir den Gegner ein bisschen mehr bedrängen. Ja. So. Ich glaube, ich habe... Oder habe ich... Das wäre jetzt eine sehr perfide Idee. Ich gucke mal. Muss ich nur was anderes gucken. Ich meine, wenn ich jetzt dich hier hinstelle und da mal drauf holze. Ja, machen wir mal. Der kann ja nicht zurückhauen, dieser Idiot. Okay, damit haben wir Punkte. Und jetzt gucken wir mal weiter. Und zwar du hier. Stahlbogen. 18, 8. Ah, da fehlt nicht viel, aber es fehlt was. Gucken wir mal, wie das jetzt hier mit dem Aufessen aussieht. Ja, das sieht gut aus. Er kann sich nicht wehren, das ist gut. Und dann ist er auch gleich weg. Und dann kann ich jetzt Mr. Rolf... Ah, der Rolf, der wird schon den da unten irgendwie aushalten können. Jo, machen wir so. Bums, und der ist auch hinüber. Wir müssen jetzt natürlich... Moment, ich muss gerade... Nee, ich muss was anderes gucken. Okay, was sagst du denn jetzt? Commander, unsere Truppe hat zu große Verluste zu beklagen. Uns droht eine Niederlage. Selbst die Spezialtrupp kann den Feind nicht in Schach halten. Bitte, ihr müsst fliehen. Ich wurde besiegt, ich? Von diesem nutzlosen Pöbel? Verdammt, Selgius! Wie konnte er mir den Dienst verweigern? Wieso spreche ich wie eine Schwuchtel mit Schwuchtel-Akzent? Nein, ich mag französischen Akzent. Dafür werde ich mir seinen unmäßigen Kopf holen! Wenn er überhaupt so weit hochkommt. Aber wenn er so weit hochkriegt... Nein, das habe ich nicht gesagt! Das habe ich nicht gesagt! Aber das hier mache ich jetzt gerade mit Wonneproppen. Proppen 1, Proppen 2. Gut. Ja, jetzt geht es ans Eingemachte, Freunde. Glaube ich zumindest. Und ich muss gerade nur was anderes gucken. Also, will ich das oder will ich das nicht? Das ist jetzt... Ach komm, wir machen das einfach mal. Dann verbraucht der... Oder? Moment, ich muss gerade was anderes gucken. 27 Agilitätatur? Obwohl, nee, das kann der gar nicht. Das kann der gar nicht. Das ist gut. Das ist fantastisch. So, was ich jetzt folgendermaßen nämlich vorhabe, ist mit der Heather hier nochmal hier zu aktivieren. Komm schon, aktivier dich! Ja, sehr gut. Und wir ergreifen die Flucht. So, Aktivierungs-Heather wird sich jetzt mal hier stehlenderweise am Elfenblitz vergreifen und ihn wegklauen. Und jetzt ist sie aber trotzdem nicht in Reichweite des Silberbogens. Und den Silberbogen, Reichweiten-Weltmeister, werden wir quasi jetzt einfach mal einsperren. Hoffe ich zumindest. Wobei, mich dünkt gerade, das machen wir nicht, weil ich niemanden mehr habe, den ich da hinstellen kann. Außer Alia vielleicht, oder? Jetzt ist es interessant. Okay. Nein. Park. Moment. Ich könnte Alja schubsen. Ich schubse Alja mal. Das ist jetzt ein bisschen unkonventionell. In etwa jedenfalls. Aber der Gegner dürfte sie nicht treffen können. Okay, er kann einmal noch Ranulf treffen. Das werde ich wohl nicht verhindern können. Es sei denn, ich habe jemanden da, der Ranulf retten kann. Aber dich kriege ich da nicht mehr hin, leider, oder? Nee, du stehst auch wieder mal genau wieder in der Scheiße hier. Naja. Dann mögest du sie jetzt einfach nochmal. Das ist die normale Heilung. Genau, die normale Heilung reicht. Sehr gut. So, jetzt mal gucken, ob Mr. Gatri da irgendwie noch zur Rettung... Nein, natürlich kann der das nicht. Der elende Gatri-Mann. Na, egal. Dann wird er sich um diesen hier mal kümmern. Mit Wonne, sag ich doch, mit dem Wonne-Schoß. Da hat er so einen Vibrator eingebaut. Das ist noch so wie nennt sich das, Presslufthammer-mäßig durch die Rüstung durchproppt. Okay, das hatte ich jetzt gerade... Es ist vorbei! Es ist deprimierend, wie Diebe hier abschneiden in diesem Spiel. Sag doch, da geht dann auf den los. Aber, passiert. Ist absolut in Ordnung. Hauptsache, wie viel hat er jetzt, glaube ich, verbraten? Wer? Lasst ihn mir!
Lass ihn mir übrig, Elenden. Ja, jetzt müssen die natürlich hier alles Schaulustige, ne? Wie die Leute sich beim Unfall rumstellen, ne? Ja, guckt euch den mal. Ja, ich meine, oh mein Gott. Oh mein Gott, da liegt sein Kopf auf der Landstraße und ich bin reingetreten. Muss ich mir die Schuhe reinigen lassen. Vom Mr. McShoe, Al Bundy. Ja, komm, dann hampel etwas an ihm herum. Gut. Dann machen wir jetzt erstmal Rolf da weg. Und mit Rolf machen wir den da weg. Dann gucken wir mal, ob der Rolf vielleicht sogar... Ne, ich glaube, der Rolf, der kriegt kein Level-Up mehr, oder? Das ist vorbei. So, meine Nase ist gerade... Nein, schade. Aber wir sind zu. So, jetzt geht's weiter. Eisenschwert. Sehr gut. Ich möchte... Oder? Will ich das oder will ich das nicht? Oh, das reicht sogar schon. Ich will mal die so vielen Erfahrungspunkte mit Bolt wegnehmen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob ihm noch irgendwas fehlt. Senator Valtome! Ah! Und es war um ihn geschehen. Nee, das... Na, wirklich gelohnt hat sich das jetzt nicht. Aber wir haben Silberbogen mitgenommen für unseren Rolf. Jawohl! Puh, Benjo hat endlich aufgegeben. Das hat aber gedauert. Wem sagst du das? Aber wir haben dabei einige wichtige Informationen erhalten. Jetzt wissen wir mit Sicherheit, dass es etliche Kompetenzprobleme in der imperialen Armee gibt. Leider keine Impotenzprobleme. Ich bin froh, dass General Seljus so ehrenhaft war, sich zurückzuziehen. Hätten beide Armeen mit voller Kraft zugeschlagen, wären Elinchias Bemühungen vergebens gewesen. Sir Alk, Ranulf, vielen Dank, dass ihr behilflich wart, König Elinchia zu retten. Joffrey, ich war sehr überrascht, dass ihr Elinchia so ein gefährliches Unterfangen gestattet habt. Seid ihr vielleicht nicht mehr ganz so besorgt um sie? Es war alles andere als einfach für mich, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Aber ich kann ihr keine Bitte abschlagen. Außer den Kopf. Was hätte ich auch nur für eine andere Wahl? Keine. Und ihr habt alle nur das getan, was ihr habt tun müssen. Ich bin echt beeindruckt. Chimär ist wirklich stark geworden. Sprecht nicht wie ein fremder Greiz-Söldnerstamm ebenfalls aus Chimär. Ihr seid Teil dieser Stärke. Wohl wahr. Ich bin sehr stolz auf meine Heimat. Gehen wir zu Ihrer Majestät. Ihr habt doch Zeit, kurz mit ihr zu sprechen, nicht wahr? Ja, wir haben auch noch Zeit, kurz alleine mit ihr ins Zelt zu gehen. Du darfst gerne von außen zugucken, wenn du willst, Joffrey. Oh, jetzt geht es General Seljus an den Kragen. Nun, ich werde zur Bestrafung für das Missachten meiner Befehle schreiten. General Seljus, habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Dann sprecht bitte jetzt. Ich bin bereit, die Konsequenzen meines Handelns zu tragen. Eine ehrenhafte Einstellung, General. Doch denke ich, ihr hättet nachdenken sollen, bevor ihr eure Verbündete im Stich gelassen habt. Auf die Knie, der Zeitpunkt eurer Inrichtung ist gekommen. Lebt wohl, General Seljus. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was? Senator, ich bitte euch, eure Urteil zu überdenken. Einen General von Seljus Rang ohne Verfahren hinzurichten, das ist Wahnsinn und grausam. Das ist Binyongna! Leveil, stellt ihr die Entscheidung eines Senatoren in Frage? Ein Senator hat das Recht, einen Gefangenen nach eigenem Ermessen zu bestrafen. Oh, ich werde unserem Volk berichten, dass General sei im Kampf gefallen. Und da ist dann zufällig der Lego-Kopf abgeploppt, oder was? Nachdem er Hunderte von Altmenschen niedergestreckt hat, so wird die Bevölkerung sich nicht über Details aufregen, deren Bedeutung sie nicht versteht. Er würde die Wahrheit verschweigen? Denkt ihr, die Oberpriesterin lässt sich so leicht von euren Lügen täuschen? Oh, ich bezweifle aufrichtig, dass sie der Oberpriesterin jetzt zu Ohren kommen werden. Hat sie überhaupt welche? Also dann, ich habe schon lange genug gewartet. Ihr Eberwald Seljus, richtet ihn hin! Ich habe meinen Befehl erteilt, ihr Kretons! Stopp! Keine Sorge, Seljus. Ich garantiere, um euer Land wird sich gekümmert. Ich hoffe, der Typ hat überhaupt einen seiner Soldaten, der stark genug ist, um ihm einen einzigen Schadenspunkt überhaupt vorzuzufügen. Dann darf er da zwar irgendwie 2 Wochen an seinem Hals dran rumritzen, damit der Kopf mal abgeht, aber es geht dann eben. Ich werde es mit Freude übernehmen. Jetzt ist es an der Zeit, den Selbstzerstörungsknopf auszulösen. Was? Schweigt weiter mehr. Alle Soldaten, die Binyon gegenüber loyal sind, sofort wegtreten! Wer ist das? Wer war das? Welche Impertinenz! Diese Folge wird ein bisschen lang, oder? Naja, ist man gewohnt. Oh, Senator Valtome, seid gegrüßt! Ihr seid ein Mitglied der Heiligen Garde! Die Hohepriesterin wird in Kürze eintreffen. Soldaten, legt eure Waffen nieder und erweist der Hohepriesterin die Ehre! Was? Na, unmöglich! Wo hat sie sich rumgedreht? Oh, da ist sie, keine Zweifel! Die Hohepriesterin ist gekommen! Wo hat die sich denn so lange aufgeteilt, aufgehalten? Meine Soldaten, ich möchte mich für mein plötzliches Verschwinden entschuldigen. Ich bin heute hier, um gewisse Dinge klarzustellen.
Und um euch Neuigkeiten allergrößter Wichtigkeit aus der Heimat zu überbringen. Meine Soldaten, hört mir aufmerksam zu. Ich habe diesen Krieg niemals gewollt. Er wurde von denen begonnen, die E-Mails schreiben und meinen Tod wollten, beseelt vom Wunsch, Benignon selbst zu führen. Dieser Krieg ist das Ergebnis der Ränke des Senats, organisiert vom Vizeminister Lycaen Herzog Gados. Der Senat wollte der Hohepriesterin Leid zufügen! Nein, unmöglich! Wie kann das sein? Lüge! Sie lügt! Lasst euch nicht beirren, ihr tapferen Soldaten von Benignon! Sie ist nicht die wahre Hohepriesterin! Ah, so ist das. Dann sind wir auch nicht von der Heiligen Garde? Ist es das, was ihr behaupten wollt? No, dies ist eine Posse. Ihr täuscht und was mit Täuschen halt. Ihr benutzt eine falsche Obristerin, um den Senat auszuschalten und die Erbschaft Benignons an euch zu reißen. Männer, wir müssen handeln. Dieser hinterhältige Sephiroth. Da. Ist ihr Anführer. Die Tatsache, dass er in Kette liegt, ist ein Beweis. Oh ja, zeig's der Frau, zerquetscht sie. Ich lasse nicht zu, dass ihr den guten Namen meines Herrn in den Dreck zieht. Ein weiteres Wort und ich breche euch das Genick, Valtomé. Oh, du hättest mit die andere Hand noch dazu nehmen sollen. Und dann hier shake. Hohe Priesterin, Worte können meine Erleichterung nicht ausdrücken, euch lebend und wohl aufzusehen. Wir haben schon auf eure Rückkehr gewartet. Hab Dank, General Selgius. Ihr und ich haben vieles zu bereden. Die Rückkehr der Hohepriesterin. Wie wird jetzt das Geschick sich im Krieg jetzt ändern? Da Sanaki zurückgekehrt ist und eventuell die Herrschaft Benignons wieder an sich zu reißen vermag, weil sie auch den stärksten General jetzt auf ihrer Seite hat. Das erfahren wir ab der nächsten Folge von Let's Play Fire Emblem 10 Radiant Dawn. Auf Wiedersehen, bis dann.